So, herzlich willkommen zum ersten Teil meines Android-Kurses. Wer über meine Homepage www.codeconcert.de auf diesen Kurs gekommen ist, der weiß, dass dieser Kurs in verschiedene Blöcke und verschiedene Abschnitte aufgeteilt ist. Das hier ist der erste Block, der gelbe Block und von dort auch der allererste Abschnitt. Gleich zu Anfang, wie Sie auch auf meiner Homepage lesen konnten, ich übernehme natürlich keine Garantie, dass das alles hier zu einem Erfolg führt, wenn Sie diesen Kurs machen. Grundsätzlich empfehle ich aber, wenn Interesse besteht und man wirklich diesen ganzen Kram lernen möchte, dass man aufmerksam die entsprechenden Dokumente durchliest, die Videos aufmerksam anguckt und vor allem eins, am Rechner mit dem ganzen Erlernten auch arbeitet. Es wird ein paar Kurse geben, ein paar Aufgabenstellungen, die ich eingebaut habe. Aber was noch viel wichtiger ist als meine Aufgabenstellung, ist, dass Sie sich überlegen, was kann ich mit dem, was ich hier gelernt habe, eigentlich anfangen. Und wenn Sie sich eigene Aufgabenstellungen überlegen, dann gehe ich auch mal davon aus, dass das ganz schnell sehr, sehr transparent für Sie wird und Sie auch entsprechend schnell zu sinnvollen Apps dann kommen. So, jetzt kommen wir mal zum Inhalt, was wir in diesem Video, also in diesem Abschnitt lernen wollen. Als allererstes möchte ich ein bisschen mich um die Entwicklungsumgebung kümmern, also im Wesentlichen die rudimentären Eigenschaften der Entwicklungsumgebung, dass man halt ein bisschen mitreden kann. Danach kümmern wir uns um die Installation der Entwicklungsumgebung, so dass Sie auf Ihrem Rechner zu Hause losstarten können, um entwickeln zu können. Dann, bevor wir unser erstes Projekt realisieren, ein paar Android-Grundsätze, ein paar Begrifflichkeiten, damit man das, was wir dann später tun, auch richtig einordnet. Schließlich, das erste Projekt wird angelegt und danach, um dieses Projekt testen zu können, wollen wir einen Emulator, also ein virtuelles Android-Endgerät auf unserem Rechner einrichten und starten. Danach, wenn wir diesen Emulator gestartet haben, starten wir natürlich die App, die wir geschrieben haben. Und wenn wir das Ganze hinter uns haben, dann schauen wir uns die angelegten Files nochmal an, die unsere Entwicklungsumgebung für uns realisiert hat, um die Strukturen besser nachvollziehen zu können. Das ganze Video wird begleitet von einem Arbeitsdokument. Das habe ich jetzt ANPR für Anwendungsprogrammierung. Schließlich ist das ja für meine Schüler gedacht, dieser ganze Kurs. Dann Android Course 1.1, also erster Block, erstes Kapitel und hier geht es um das Setup. Wer dieses Dokument nicht hat, wird es unter codeconcert.de finden. Dort unter dem Link Android wird das Ganze dann aufgelistet sein. So, dann legen wir mal los. Bevor wir uns die Entwicklungsumgebung anschauen oder sie verstehen, muss ich vorausschicken, dass Android-Geräte mit Java programmiert werden. Das hat den ganz einfachen Grund: Java ist eine ausgewachsene Programmiersprache und ist seinerzeit durch Sun aufgrund der freien Verfügbarkeit relativ gut im Markt eingeführt worden. Es gibt sehr viele Java-Entwickler und da lag es offensichtlich für Google, respektive diese Open Handset Alliance, nahe Java zu verwenden. Das hat dann auch gleich den ausschlaggebenden Punkt gemacht für die Entwicklungsumgebung, die üblicherweise für die Android-Entwicklung verwendet wird. Das ist nämlich die Standard-Entwicklungsumgebung, die man so als Java-Entwickler kennt, und das ist Eclipse. Es gibt noch andere, aber grundsätzlich mal Eclipse hat einen ganz, ganz breiten, eine ganz breite Anhängerschaft. Eclipse ist frei verfügbar, es kostet nichts, basiert auf Java und ist ja in gewissen Grenzen auch auf Java optimiert. Auch wenn man dazu sagen muss, man kann auch andere Programmiersprachen mit Eclipse dann programmieren, aber für Java ist es natürlich am besten geeignet. In Eclipse werden wir unseren Code schreiben, wir werden kompilieren und administrieren. Der Großteil der Android-Funktionalität, wie gesagt, wird Java sein. Es gibt zwar auch einige anderen Files, allen voran XML,
Aber die XML-Files werden im Prinzip auch nichts anderes am Ende des Tages sein als Java-Klassen, die halt dann automatisch erzeugt werden auf Basis der XML-Informationen. Wenn wir jetzt unsere Java-Programme oder grundsätzlich unser Projekt kompilieren, dann kommt natürlich ein Java-Bytecode raus. Es ist nun aber so, dass auf den Android-Geräten keine virtuelle Java-Maschine, also kein JRE läuft, sondern eine eigens für diese Geräte designte virtuelle Maschine, die Dalvik-Maschine. Das hat vor allem Performance-Gründe, weil die Situation auf den mobilen Geräten einfach ein bisschen anders ist als auf den normalen Servern und Desktop-Geräten, auf denen Java normalerweise läuft. Das heißt, dass der eigentliche Java-Bytecode nicht auf dem eigentlichen Handy läuft oder auf dem Gerät, sondern nochmal umgewandelt werden muss. Das Ganze läuft mehr oder weniger durch da die Entwicklungsumgebung für Android. Die macht aus diesem Java-Bytecode, also aus diesem, man könnte sagen, Präkompilat, nochmal über eine Art Cross-Compile-Vorgang einen Code, der auf dieser Dalvik-virtuellen Maschine läuft. Und die ist die interpretierende Maschine auf den Android-Geräten. Die wiederum sitzt dann auf einem Linux-Kernel. Aber für uns reicht es erstmal zu wissen, wir können mit unserem Java-Bytecode und der entsprechenden Umwandlung dann in diesen Dalvik-Code unser Zielgerät entsprechend füttern. Dieser ganze Prozess von der Eclipse-Entwicklungsumgebung über Bytecode, über diese Android-Developer-Tools in den Dalvik-Code läuft für uns relativ unsichtbar. Wir drücken einen Knopf und dann läuft das Ganze. Das heißt, die ganze Entwicklungsumgebung ist so stark integriert, dass wir da eigentlich nichts mitkriegen und das ist aus unserer Sicht ja auch eine relativ praktische Sache. So, jetzt brauchen wir noch irgendeine Gerätschaft, wo dieser Dalvik-Code läuft. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist das AVD, das ist das Android Virtual Device, also ein emuliertes Android-Gerät, das sich im Prinzip so verhält wie ein reales Handy oder ein reales Gerät. Es gibt ein paar Ausnahmen, die manchmal recht lästig sind. Vor allem die ganze Sensorik wird von diesen AVDs nicht sauber abgebildet, zum Teil gar nicht. Aber für die wesentlichen Sachen ist es durchaus erstmal ein guter Schritt. Man kann aber auch diesen Dalvik-Code dann direkt auf ein Hardware-Gerät dann überspielen und mit diesem Hardware-Gerät dann entsprechend arbeiten. Gerade für die Entwicklung, was Debug-Vorgänge, Log-Einträge etc. angeht, ist es sehr wichtig, dass sowohl das emulierte Gerät als auch das reale Hardware-Gerät, also mein Handy, so wie ich es nutze, mit meiner Entwicklungsumgebung kommuniziert. Das heißt, eventuelle Exceptions, die auftauchen, eventuelle Logmeldungen, Breakpoints etc., kann ich in Eclipse entsprechend sehen, wenn es auf den Geräten läuft. So, das wäre eigentlich so der im Wesentlichen der Entwicklungsprozess. Wenn wir jetzt unsere Maschine so, also unseren Computer so vorbereiten wollen, dass wir Android entwickeln können, dann brauchen wir ein entsprechendes Softwarepaket. Was wir tun könnten, wenn wir schon Eclipse als solches auf unserem Rechner haben, könnten wir mit diversen Plugins und Zusatzinstallationen dann diese Kommunikation zwischen Eclipse und meinem ADT entsprechend realisieren. Ich für diesen Kurs habe mich aber entschieden, das nicht so zu tun, sondern das sogenannte ADT Bundle, das Android Developer Tools Bundle zu verwenden. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein vorkonfigurierte Eclipse mit den entsprechenden SDK, also den Android Developer Kit Files in einem ZIP-File dann zu nutzen.
Dort muss ich dann nichts mehr installieren, das ist alles vorkonfiguriert. Ich kopiere das einfach irgendwo hin auf meinen Rechner, wo es mir sinnvoll erscheint und kann dann loslegen. Ich habe relativ wenig Stress mit irgendwelchen Versionen oder sonst irgendwas. Es ist ineinander, es greift automatisch ineinander ein und da bekomme ich entsprechend meine Eclipse-Entwicklungsumgebung, alles, was ich für dieses Cross-Kompilat brauche und auch ein entsprechendes Sammelsurium an virtuellen Geräten, mit denen ich dann meinen Code testen kann. Zum Installieren brauche ich eigentlich nicht viel. Ich lege mir einfach irgendwo auf dem Rechner, wo ich es für meine Zwecke eben als sinnvoll erachte, ein Verzeichnis an, sagen wir mal irgendwo Development Android. Danach gehe ich auf developer.android.com und hier unter SDK, beziehungsweise ich folge den entsprechenden Links und dort finde ich dann die notwendigen Files, die ich brauche. Grundsätzlich, wer sich für Android interessiert, wird auf dieser Website developer.android.com relativ viele Informationen finden, die man auch ganz praktisch für seine Projekte einsetzen kann. Das ist eine relativ gute Referenzseite, die empfehle ich jedem, der sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzt. So, wenn ich jetzt auf dieser Seite bin, dann finde ich diesen Download-Button SDK ADT Bundle for Windows oder mit welchem Betriebssystem auch immer Sie entsprechend unterwegs sind. Ich nutze hier einen Windows 7 Rechner und dementsprechend lade ich mir dieses Paket runter. Das entpacke ich mir irgendwo hin. Ich gehe jetzt einfach mal Development Android ADT Bundle for Windows, damit ich weiß, wo ich die Files eben gelagert habe, die ich dann direkt vom Netz geladen habe. Und dann erstelle ich noch ein Workspace. Der Workspace ist so eine Forderung von Eclipse. Eclipse braucht einen Bereich, in dem Eclipse die volle Kontrolle über das Filesystem hat, wo dann entsprechend die ganzen Daten, Ressourcen, das Kompilat etc. abgelegt wird. Das lege ich jetzt hier einfach mal unter Development Android Workspace ab. Auch das ist jedem freigestellt, wo er seine Files ablegt. Ich habe jetzt hier für meinen Kurs speziell diesen Ordner angelegt. Und dann starte ich Eclipse.exe. Eclipse.exe finde ich unter Development Android ADT Bundle Windows und dann slash Eclipse. Und dort finde ich dann dieses Eclipse.exe. Der Icon sieht eben so aus, so ein runder Ball. Und sobald ich Eclipse starte, fragt mich Eclipse nach dem Workspace. Dort kann ich dann entsprechend mit einem File-Selektor den Workspace, den ich hier angelegt habe, hier für uns jetzt C Development Android Workspace auswählen. Und damit ist die Sache gegessen. Eclipse startet und dann kann ich damit arbeiten. Grundsätzlich, das ist jetzt alles relativ einfach. Ich musste nicht mal was installieren, ich musste nur was entpacken. Das hört sich alles immer ganz leicht an. Wenn man es dann selber macht, kneift es dann doch an der einen oder anderen Ecke. Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt kein Problem, das mir widerfahren ist, was nicht sonst irgendjemand auf diesem Planeten schon mal gehabt hat. Und das Schöne ist, dass sehr viele Blog-Einträge, sehr viele Foreneinträge zu diesen Themen da sind und beim Regelfall durchaus weiterkommt. Also nicht gleich verzweifeln, es gibt jede Menge Zeug da draußen und dementsprechend einfach mal ein bisschen suchen. Kleines Beispiel bei mir. Kam gleich am Anfang der DDMS Files Not Found. Dieses DDMS ist so die Brücke zwischen der Entwicklungsumgebung und den virtuellen Maschinen oder den Android-Geräten. Er hat es nicht gefunden, er wollte einfach nicht. Ich habe 5 Minuten im Netz gesucht und dann habe ich auch schon die Lösung bekommen. Irgendwo ist ein ADB-Exe-Prozess gelaufen, also diese Brücke. Ich glaube, ADB steht auch für Android Device Bridge, bin mir nicht ganz sicher. Und den habe ich im Task Manager gekillt, dann habe ich das Ganze neu gestartet und dann lief der ganze Kram. Also, wie gesagt, nicht verzagen, einfach im Netz suchen, man findet jederzeit oder auf jeden Fall entsprechende Lösungen. So, bevor wir jetzt wirklich loslegen, noch ein paar grundsätzliche Infos, damit wir vom gleichen reden, dass wir die Vokabeln, die ich jetzt später auch nutzen werde, richtig einschätzen können.
Grundsätzlich, wir sprechen von Android-Geräten. Ja, die haben ein System, da steckt jede Menge Zeug drin, basierend ganz grundlegend erstmal ein Linux-Kernel, darauf dann diese virtuelle Maschine und so weiter. Wir sprechen jetzt hier erstmal ganz allgemein vom Android-System und dieses Android-System hat die Kontrolle. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für die Leute, die hier zuhören, die aus der Desktop-Entwicklung kommen. Beim Desktop ist es so, dass ich mit meinem Programm die Kontrolle über mich habe. Nur beim Desktop ist es so, dass selten jemand anruft und damit sozusagen jede Verarbeitung erstmal pausiert wird. Bei einem Handheld, das eben einen Anruf kriegen kann, ist es so, dass ich meistens rangehe, wenn das Telefon klingelt. Also möchte man dem gesamten Android-System eine gewisse Kontrolle geben und sozusagen ist das, was ich treibe mit meinem Programm, unterhalb diesen Android-System. Darauf setze ich meine Applikation. Ja, diese Applikation, wenn ich sie starte, startet ein Fenster, das Hauptfenster, und in der Sprechweise von Android ist das eine Activity. Und das Hauptfenster ist die Main Activity. Das ist sozusagen die Wurzel meines Programms. Und diese Main Activity wird uns bei jeder App, die wir schreiben, begegnen. Und somit ist es eine relativ wichtige Vokabel, Main Activity. Innerhalb meiner Activities, ob es jetzt die Main Activity ist oder irgendwelche anderen Activities, die dann von der Main Activity gestartet werden, sind sogenannte Views. Views ermöglichen mir User-Interaktionen, entweder aktiv oder passiv, also Buttons oder irgendwie Anzeigefelder. Und diese Views, die muss ich dann entsprechend als Programmierer platzieren. Und diese Views platziere ich im Regelfall innerhalb eines sogenannten Layouts. Das Layout kümmert sich darum, dass mein Gerät entsprechend die Sachen so anzeigt, wie ich es denn haben will. Und das Problem bei den ganzen mobilen Geräten ist, dass die Größe nicht genormt ist. Das kann man jetzt sagen, okay, bei Desktop-Applikationen ist die Größe auch nicht genormt des Bildschirms, aber bei den Desktop-Applikationen habe ich oftmals die Situation, dass meine Fenster skalierbar sind. Das heißt, wenn das Ganze nicht reinpasst, dann kommen irgendwelche Scrollbars dazu etc. Und ich kann mir mein Fenster so hinbauen, dass ich es hin und her schieben kann. Bei den Handheld-Devices ist es aber meistens so, dass eine Applikation das ganze Fenster ausfüllt. Vor allem bei den Handys, bei den Smartphones. Und die Layouts, die kümmern sich genau darum, dass eben bei verschiedenen Situationen, ob ich das jetzt quer halte, hochkant halte, ob ich ein Tablet habe oder ein ganz kleines Mobile, egal, die Anzeige sinnvoll durchgeführt wird. Und das ist eine Sache, an die man sich als Programmierer erstmal gewöhnen muss. Ja? Also das Thema Absolute Layout, also die explizite Positionierung von irgendwelchen Views innerhalb meiner Activities, von denen kann ich mich gleich verabschieden, weil das einfach zu statisch ist. Ich muss die Dynamik meines potenziellen Nutzerbereiches oder der Geräte, die dann meine App nutzen, der muss ich gerecht werden. Und das schaffe ich im Regelfall nur mit diesen Layouts, die verschiedene Eigenschaften eben auch aufweisen. Und genau damit werden wir uns ganz am Anfang auch beschäftigen. Wie kriege ich meine Sachen sinnvoll positioniert? Und ich kann gleich sagen, das wird anfangs ein bisschen trocken werden, aber wir müssen da einfach durch, damit wir die Eigenheiten, die Eigenschaften dieser ganzen Elemente sinnvoll beurteilen können, weil sonst brauchen wir nicht anfangen, unsere Layouts oder unsere Activities zu bauen. So, dann legen wir los. Wir starten Eclipse, wenn es nicht ohnehin schon läuft, und wir wollen unser erstes Projekt anlegen. Für diejenigen, die mit Eclipse schon gearbeitet haben, die kennen das ja, die haben früher immer Java-Projekte angelegt, jetzt legen wir Android Application Projects an. Das ist im Prinzip die komplette Infrastruktur, die ich für so eine App brauche. Also die ganzen Files, Folder etc., was ich halt benötige. Dann, wie üblich bei Eclipse, startet so ein kleiner Wizard und mit dem kann ich meine Basisinformationen eingeben.
Hier machen wir jetzt erstmal noch nicht sehr viel. Wir nennen das Ding jetzt einfach mal My First App, die Applikation, aber auch das Projekt. Und er gibt mir dann auch ein Package, Package-Namen als Vorschlag. Den lassen wir jetzt auch so. Wenn wir dann später mal professionell oder semi-professionell programmieren wollen, dann müssen wir uns einen eindeutigen Package-Namen dann überlegen, der sozusagen für unsere Applikation dann auch entsprechend immer wieder verwendet wird, um einen eindeutigen Namensraum zu finden. Dann werden verschiedene Einstellungen gemacht. Die Minimum API, das ist so das, wo ich sage, das muss das Handy oder das Gerät Minimum haben. Das heißt, ein Gerät, was jetzt die Android-Version 2.0 hat, wird dann diese Applikation, die wir hier jetzt machen, nicht starten können. Da muss man so ein bisschen die Waage finden zwischen möglichst nach unten kompatibel zu sein, aber eben auch die aktuellsten API-Optionen auszunutzen. Ja? Und für mich habe ich jetzt mal gesagt, wir gehen jetzt mal alles auf das API-Level 9. Für diese Applikation, für die späteren, werden wir wahrscheinlich auf API-Level 11 gehen, weil da einfach ein paar Features reingekommen sind, die für mich ganz spannend sind. Und inzwischen kann man davon ausgehen, dass die meisten Geräte da draußen mit der Version 11 ganz gut zurechtkommen. Und mein Gott, die anderen, muss man platt sagen, haben einfach Pech gehabt. Ja, die sollen sich einfach eine neue Android-Version draufladen und oder sich einfach ein neues Handy kaufen. So, Minimum Required, wie gesagt, jede Funktionalität, die ich in meinem Projekt nutze, muss im Rahmen dieser API-Version 9 oder was auch immer ich jetzt hier einstelle, entsprechend enthalten sein. Das heißt, wenn ich irgendeine Funktionalität nutzen möchte, die ab API Level 10 erst eingeführt wurde, dann kann ich mit dieser Einstellung mein Projekt nicht weiterfahren. Dann müsste ich entsprechend mein API Level ändern. Der nächste Punkt ist das sogenannte Target SDK. Das ist das Level, gegen das üblicherweise getestet wird. Nachdem die einzelnen API-Level auch abwärtskompatibel sind, kann ich davon ausgehen, dass entsprechend das, was mit API 16 läuft, auch mit meiner 9er läuft. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, warum man nicht von vornherein mit der 9er in den Test reingeht, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass es prinzipiell das am meisten verbreitete API-Level ist, aber das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Wir gehen jetzt einfach mal von den Standardwerten hier aus. Compile-With, das ist die API, mit der ich tatsächlich den Compiler dann laufen lasse. Da nimmt man im Regelfall die letzte API-Version, damit eventuelle Änderungen, die in den supporteten APIs von den Handys noch nicht drin ist, in meinem Projekt drin habe. Auch hier gilt wieder, die Abwärtskompatibilität ermöglicht mir, hier mit einem höheren API-Level zu kompilieren, solange die Funktionalitäten, die ich nutze, im Rahmen meines Minimum Required SDK ist, kann ich entsprechend hier ruhigen Gewissens weitermachen. So, dann, was dann kommt, sind so ein paar Projektkonfigurationen, die eigentlich so ein bisschen Eclipse Insights sind. Da sind die Standardwerte meistens okay. Auch die Launcher-Icon, mit denen sind wir momentan mal zufrieden. Darauf werden wir später mal eingehen, wie man den austauscht, aber den nehmen wir jetzt einfach mal so, wie er ist. Danach kommt die Auswahl, welche Main-Activity wir eigentlich haben wollen. Wir nehmen hier die Blank-Activity. Ja. Es gibt noch ein paar andere, aber wir gehen jetzt einfach mal mit der einfachsten Möglichkeit rein und die wählen wir aus. Und danach kommt noch Namen von Activity und Layout. Was das jeweils bedeutet, werden wir dann später noch sehen. Hier geht es im Prinzip um die Klassennamen, um die Anzeigenamen und die Namen der Layout-Konfiguration. Navigation Type lassen wir jetzt auch nochmal auf Null, auf None. Das soll jetzt für unser erstes Projekt erstmal ausreichend sein. So, wenn man das gemacht hat, geht man nochmal auf Finish und das Ding steht. Das kann man jetzt praktisch laufen lassen. Es ist zwar noch nicht viel passiert, aber es wird funktionieren.
Damit wir das Ganze laufen lassen können, brauchen wir jetzt ein Device. Also wir haben jetzt für den Anfang, oder ich habe für den Anfang jetzt nur vorgesehen, dass wir das mit einem Emulator testen. Wir werden später, wenn wir größere Apps dann bauen, das auch mal direkt an ein reales Gerät hängen. Aber für den Anfang soll der Emulator erstmal okay sein. Dazu klicken wir auf dieses Emulator-Symbol. Das finden wir oben in der Menüleiste von Eclipse. Und dann geht so ein relativ großer Dialog auf, der in der Liste keinen Eintrag hat. Grundstück, wir haben unsere Entwicklungsumgebung ja erst neu aufgesetzt. Da gibt es einen Button New und der soll jetzt entsprechend unseren Emulator erstellen. Öffnet sich so ein Dialog und da müssen wir jetzt ein paar Sachen eintragen. Als allererstes den AVD, also Android Virtual Device Name. Das ist der Name, unter dem wir die Konfiguration, die wir jetzt vornehmen, später in der Liste wiederfinden. Da kann jeder frei über seinen Namen dann entscheiden. Ich habe es jetzt mal Virtual Device genannt. Wer dann später etwas mehr Erfahrung und vor allem mehr verschiedene Konfigurationen dann auch definiert hat, wird dann einen etwas schematischeren Weg finden, die Dinger zu benennen. Das soll für uns jetzt aber hier erstmal zweitrangig sein. Danach das Device. Hier kann man aus verschiedenen vorkonfigurierten Devices dann wählen. Das wäre jetzt hier, ich habe jetzt einfach mal irgendeins genommen mit einer nicht zu großen Auflösung, also 84x800 HDPI, was das bedeutet, werden wir später nochmal erfahren. Und basierend darauf gibt es jetzt noch ein API-Level. Jetzt sehen wir hier einfach mal das 17er. Da kann man beliebige dann wählen. Das sollte man auch ein bisschen durchiterieren. Aber das soll für das erste Projekt jetzt auch mal nicht so wichtig sein. Dann, man kann jetzt noch Front- und Back-Camera dann einstellen. Webcam beispielsweise kann man verwenden für die Frontkamera und die hintere dann emulieren. Ich würde aber für den Anfang erstmal sagen, die auf None zu lassen, weil je mehr emuliert wird, umso langsamer wird der Rechner. Das würde ich wirklich nur dann einstellen, wenn ich es wirklich benötige für meine Applikation. Dann Memory Option, also RAM-Speicher. Wie viel brauche ich? Da würde ich die Standardwerte einfach übernehmen. Internal Storage, also wie viel persistenter Speicher soll da sein? Da nimmt man auch irgendwie einen kleineren Wert, gerade für die anfänglichen Versuche. Wenn es dann wirklich ein bisschen kneift an der einen oder anderen Stelle, kann man später das Ding immer noch ein bisschen hochdrehen. SD-Card, wenn ich denn eine emulieren möchte, kann ich da auch entsprechend eine Zahl für den Speicher eingeben. Ja, und das war's dann auch schon. Jetzt kann ich das Ding abschicken und mit Start den Emulator starten. Danach kommt eventuell noch so eine kleine Rückfrage, ob das Device denn auf dem Bildschirm, den ich denn momentan nutze, etwas runterskaliert wird. Was kann durchaus passieren, wenn mein Bildschirm von Entwicklungsrechnern nicht zu groß ist, dass dann die volle Emulation eben mein Bildschirm übersteigen oder überlappen würde und da rechnet ihr das dann einfach ein bisschen runter. Habe ich bis jetzt immer gemacht und ganz gute Erfahrungen damit gemacht. So, als nächstes, ja, kann ich mir eigentlich einen Kaffee holen, weil es dauert relativ lange, bis das Ding startet. Also es kann wirklich auch auf einigermaßen ausgewachsenen Rechnern bis zu 5 Minuten dauern, bis der ganze Kram geladen ist. Man darf nicht vergessen, der Rechner muss jetzt einen kompletten zweiten Rechner emulieren. Und zwar mit allem drum und dran, mit einer Bridge zum Debuggen und so weiter. Also das dauert. Und das ist manchmal auch ein bisschen nervig, muss man fairerweise sagen. Also mit einem i3-Prozessor würde ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr anfangen. Also ein i5 sollte es schon sein. Die gute Nachricht ist, wenn das Ding mal läuft, dann ist es nicht so, dass das komplette System runtergezogen wird. Es schluckt schon einiges an Ressourcen, aber der initiale Startvorgang ist ein bisschen nervig. Dann sieht man so einen kleinen Icon und wenn ich auf den klicke, dann sehe ich so ein, ja, grafisch emuliertes Android-Device und dann gibt es diesen Startbildschirm und der sieht so aus wie beim stinknormalen Handy auch.
Da muss ich erstmal den Bildschirm entsperren und dann habe ich meine Menüs und das war es dann im Wesentlichen. Wenn ich diesen sehe, dann läuft mein Emulator. Solange irgendwie noch ein Android-Schriftzug blinkt oder sonst irgendwas, dann ist er noch im Startvorgang. So, jetzt will ich das Ding auch starten, sprich die App, die ich geschrieben habe, möchte ich starten. Dann gehe ich jetzt auf meinen Projektfolder, das ist der oberste Folder meines Projekts, und rechte Maustaste und mit Run as Android Application starte ich dann das ganze Ding. Ja? Und damit lädt er meine App auf das Virtual Device und dann müsste ich auf dem Virtual Device eben ein Hello World sehen, weil das eben der Standard Inhalt dieser App ist, wenn ich es mit meinem mit meinem Eclipse Wizard erzeuge. Das war's. Also im Prinzip haben Sie jetzt eine Applikation, eine App geschrieben und auf ein virtuelles Device geladen. Was eventuell, das läuft nur ganz am Anfang, dann nochmal angefragt wird, ist Logcat. Das sieht dann so aus: Möchte ich Auto Monitor Logcat? Dann haben hier empfehle ich ja, das soll er tun, damit eventuelle Fehlermeldungen von dem Android Device in Eclipse übertragen werden. Und das gilt nicht nur für Emulationen, sondern eben auch für reale Geräte. Und darüber hinaus kann ich mit diesem Logcat auch individuelle Logmeldungen dann bauen. Also wenn ich irgendwelche Schlüsselpunkte in meinem Programm speziell beim Entwicklungsprozess irgendwie auf die Konsole schmeißen möchte, dann kann ich das damit tun. Das werden wir später uns anschauen, wenn wir ein bisschen in die Details gehen. Wer jetzt schon neugierig ist, kann eben unter dem hier dargestellten Link unter developer-android.com sich die Details anschauen. So, das war jetzt eigentlich alles im Sinne einer ersten App. So, jetzt haben wir unsere erste App geschrieben. Gut, macht nicht viel, aber grundsätzlich mal das Ding läuft. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was denn Eclipse da so alles angelegt hat. Ja, wir haben ja eigentlich nur den Wizard bemüht, ein paar Mal auf OK gedrückt und plötzlich ist hier eine riesen Ordnerstruktur entstanden mit jeder Menge Zeug drin. Jetzt möchte ich einfach mal kurz drauf gucken auf die wichtigsten Elemente, was das denn eigentlich alles ist. Grundsätzlich, was wir hier sehen, ist so ein bisschen so ein What you see is what you get Editor für meine App. Ich sage Ihnen gleich, wir werden kaum mit diesem What you see is what you get Editor arbeiten. Wir werden gleich in die XML-Files gehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, bis ich das Ding so hinkriege, dass das Layout so aussieht, wie ich es haben will, habe ich erstens 1000 graue Haare mehr und zweitens bin ich im Regelfall mit der direkten Editierung von den XML-Files sehr viel schneller. Immer unter der Voraussetzung, dass ich weiß, was ich da tue. Ich muss es verstehen und darauf werden wir auch einiges an Zeit investieren, damit wir wissen, was wir da alles tun können. Worauf ich jetzt eigentlich hinausgehen will, sind diese ganzen Files. Wir sehen hier beispielsweise MainActivity.java. Das ist die Java-Klasse, die eigentlich meine Activity darstellt. Die ist im Wesentlichen dafür da, die dynamischen Funktionalitäten meiner App eben umzusetzen, eigentlich meiner Main Activity. Später werden die Apps ja ein paar Activities mehr haben, wir haben jetzt nur eine. Und in diesen Java-Files, dort liegt die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal dynamische Funktionalität. Im Gegensatz dazu gibt es das Layout-File. Dieses Layout-File ist ein XML-File, in dem sämtliche Layout-Informationen für diese Main-Activity drin stehen. Das heißt, das sind eher so die statischen Informationen. Ja? Wo ist welcher Button? Welche Resources möchte ich da haben? Welche Bildchen etc. Das steckt in diesem Activity-Main-XML drin. Grundsätzlich ist dieses Activity-Main-XML-Dokument in einem Unterordner und das ist der Ressourcen-Unterordner. Dort sind alle Ressourcen drin, die ich für mein Projekt brauche. Und jetzt schauen wir mal auf ein paar ausgewählte Ressourcen mal drauf und da werde ich jetzt einfach mal ein paar Worte dann zu verlieren. Fangen wir mal mit diesem Drawable an.
Hier finde ich jetzt PNG, also Bilder, also Image-Ressourcen. Drawable heißt, das ist zeichenbar, also im Prinzip grafische Information. Und ich sehe hier mehrere von diesen Drawable-Orten. Ich habe jetzt mal beispielhaft zwei aufgemacht, den HDPI und den LDPI, und überall finde ich die gleiche Datei. Wenn ich mir diese Datei etwas näher anschaue, sehe ich, dass dem Ordner LDPI die Auflösung dieses Bildes kleiner ist als in HDPI. Ja? Und das liegt im Prinzip daran, dass für verschiedene Auflösungsvarianten der Bildschirme auch verschiedene Ressourcen bereitgestellt werden. Darauf werde ich später noch mal ein bisschen näher eingehen. Dann haben wir hier diese Layout-Infos. Da sind alle Infos für die Activities drin, aber auch andere Informationen. Wenn ich dynamisch Layouts aufbauen möchte, kann ich dort grundlegende Informationen ablegen für horizontal, vertikale Ausrichtung etc. Das packe ich alles in diesen Layout-Ordner oder in Unterordner von Layout. Dann gibt es hier ein Strings.xml. Dort sind alle möglichen Texte, die ich in meiner Applikation habe, abgelegt. Das macht man deswegen in so einem XML-File, weil ich relativ schnell mit dieser Methodik Mehrsprachigkeit umsetzen kann. Ich kann dann später für beliebige Sprachen Unterordner anlegen, und in diesen Unterordnern kann ich dann meine Texte in den passenden Sprachen entsprechend hineinlegen. Aber das werden wir uns auch später nochmal genauer anschauen. Ein relativ wichtiges File ist dieses Android-Manifest.xml. Das liegt jetzt nicht mehr im Resource drin, sondern das ist im Root meiner App. Und das ist deswegen im Root, weil das aus Sicht von Android mit einer der wichtigsten Files ist, weil das Android-System aus diesem Manifest die Informationen rauszieht, die es braucht, um diese Applikation sinnvoll starten zu können. Ja, also da sind solche Informationen drin wie API-Level, welche Activities gibt es, Intent-Filter, also Kommunikationsfilter und so weiter. Das ist alles da drin, und das bestimmt mir sozusagen den wesentlichen Einstieg von Android in diese App. So, nun schauen wir uns mal ein paar Ressourcen an. Ich beginne mal mit der Activity Main XML, also der Layout-Datei meiner Main Activity. Und die schauen wir uns jetzt mal so im Großen und Ganzen an. Als allererstes unser Root-Element, als XML-Root-Element, heißt Relative Layout. Das heißt, das grundlegende Layout meiner Main Activity ist das Relative Layout. Wir werden uns später dann nochmal anschauen, im zweiten Teil des ersten Blocks, was die einzelnen Layouts eigentlich bewirken. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es schon ganz schlau ist, was Eclipse hier für uns als Default-Wert eingesetzt hat. Es gibt dann noch ein paar Namespace-Informationen, aber das übernehmen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Der nächste Punkt ist die Layout-Width. Wir haben hier Width und Height, das heißt die Breite und die Höhe. Die sind auf den Wert Match Parent gesetzt. Match Parent heißt, ich dehne meine Breite und meine Höhe so weit aus, bis ich an mein Elternelement anstoße. Das heißt für die Main Activity nichts anderes, dass es genauso groß ist wie der Bildschirm, weil die Main Activity hat als Elternelement den eigentlichen Bildschirm. Gut, Tools Context, das ist eigentlich nur eine Information, die ich für die Entwicklung brauche. Die lasse ich in der Form so drin. Als nächstes sehen wir uns mal die Text View an. Das ist das, was eigentlich dann unser Hello World anzeigt. Die Text View hat eben auch wieder einige XML-Eigenschaften verpasst bekommen. Einmal die Layout Width mit Wrap Content. Das Wrap Content bedeutet nichts anderes, dass die Außengrenzen, die Dimensionen meiner Text View so weit reduziert werden, bis sie an den Inhalt, sprich mein Hello World String, anstößt. Was ich jedem empfehle, ist, dass wir für alle Elemente, die wir in unseren Activities denn einbauen, eine ID vergeben.
Die werde ich dann später brauchen, um eben auf diese Elemente zugreifen zu können, und zwar dynamisch zugreifen können, später in meinem Java-Code. Standardmäßig macht es mein Eclipse-Wizard nicht, aber wie gesagt, ich empfehle jedem, solche IDs zu verwenden. Ich habe das jetzt einfach mal TextView My Main Text genannt. Wenn wir größere Apps schreiben, dann sollte man da einen möglichst schematischen Ansatz wählen, dass man da nicht auf zu kryptische und irreführende Text dann oder IDs dann zurückgreifen muss. Aber für uns reicht es mal dieses TextView My Main Text. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich hier nicht explizit Hello World reinschreibe, sondern eine Referenz einbaue. Die Referenz ist dieses Add-Zeichen hier, und zwar auf meine String-Ressource. Das ist nichts anderes wie mein Strings-XML-File, und dort muss ich entsprechend einen Eintrag mit Hello World vorsehen, und dort steht dann, was auch immer ich anzeigen möchte. Ja? Das heißt, kein direkter Text, der angezeigt wird in meinem Layout-File, sondern lediglich eine Referenz auf meine String-Texte. Dann schauen wir uns gleich mal dieses Strings-XML an. Hier finden wir jetzt beispielsweise eben mein Hello World. Ja, der heißt, der Name meines Elements ist jetzt hier Hello World. Das ist genau das, was wir in unserem Layout-File referenziert haben. Und der Inhalt steht dann hier zwischen diesen Opening und Closing Tag, sprich Hello World. Wichtig noch, das Ganze als Root-Element sind die Resources, weil diese Strings ja eine Ressource darstellt, und dementsprechend muss ich das im XML auch so vorsehen. Aber das ist eine Datei, die auch standardmäßig von Eclipse so angelegt wird. Da muss ich dann mir auch keine großen Gedanken machen. Wenn ich jetzt andere Sprachen unterstützen möchte, dann lege ich in diesem Values-Ordner, wo meine ursprünglich erzeugte Strings-XML-Datei liegt, einen Unterordner an. Und dieser Unterordner, der heißt jetzt auch Values, hat aber noch eine weitere Spezifikation, und zwar welche Sprache das ist. Wie diese einzelnen Sprachkürzel sind, die von Android unterstützt werden, finde ich dann auch unter Developer Android.com. Ich unterstütze jetzt hier an der Stelle DE, sprich die deutsche Sprache. Und hier trage ich jetzt genau die Sachen ein, die für mich sprachrelevant sind. Das heißt, in dem Element Hello World steht es nicht mehr Hello World, sondern Hallo Welt, eben auf Deutsch. Und Android sucht sich jetzt tatsächlich in den verschiedenen XML-Files raus, was für das entsprechende Gerät ist die richtige Sprache ist. Das heißt, alles, was redundant ist, was sowohl in dem Standardelement als auch in dem sprachspezifischen Element ist, gefunden wird, dort wird entsprechend das mit der genaueren oder exakteren Spezifikation verwendet. Sprich, wenn ich diese App jetzt in meinem deutschen Handy laufen lasse, dann werde ich Hallo Welt sehen. Bei allen anderen Handys werde ich Hello World sehen. Im Java-Programm kann ich auch auf diese Ressourcen zurückgreifen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie dynamisch irgendwelche Texte austauschen möchte, dann kann ich auch das tun. Ich kann beispielsweise mit der Methode getResources auf meine Ressourcen zugreifen. Die Resource meiner Strings-XML finde ich unter R für Resource, String und dann Punkt Hello World. Hello World kommt aus dem Namenselement, ja, und holt mir dann, je nachdem, welches Handy ich habe, also entweder ein deutsches oder alle anderen, den String raus. Und das Ganze geht dann mit der Methode getString. Dieses R-String Hello World ist nichts anderes wie die ID meines
meiner String-Information, das ist ein Integer-Wert, der vom System vergeben wird. Und mit dieser Methode würde ich jetzt sozusagen in die Variable myString entsprechend meiner Spracheinstellung entweder Hallo Welt oder Hello World hineinschreiben. So, die nächste Datei, die wir uns anschauen, ist das Android Manifest XML. Da steht jede Menge Zeug drin. Wir gucken uns hier nur die wesentlichen Sachen an. In allererster Linie die globalen Applikationsinformationen finde ich zwischen den Tags Application, also dem Opening und dem Closing Tag. Dort im Speziellen gibt es jetzt die Information zu meinem Launcher-Icon. Das wäre dieses Ding hier. Das ist das, was wir ganz am Anfang beim Anlegen unseres Projektes ausgewählt haben. Wie gesagt, ich kann das dann entsprechend auch austauschen. Dann Application Name, dann Theme, also welches Design Theme verwendet wird. Das kann ich hier entsprechend einstellen. Dann wird noch eine für das Android-System global gültige ID meiner Klasse vergeben. Com example my first app main activity. Dieses Example ist jetzt hier wirklich nur beispielhaft. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn Sie professionell programmieren wollen, dann sollte hier nicht com example, sondern irgendeine ID, die für Sie dann eindeutig ist, drinstehen. Das Label ist dann im Prinzip nichts anderes wie das, was später angezeigt wird, um eben die Applikation zu starten. Auch das ist wiederum eine Referenz auf ein Strings XML und kann auch wieder sprachabhängig vorgesehen werden. Dann gibt es noch Informationen, wer diese Activity starten soll. Intents, darauf werden wir später nochmal eingehen, das wird dann der zweite Block sein, sind sozusagen Informationen mit Befehlscharakter, die im Android-System hin und her schwirren. Und eine solche Information ist, irgendjemand hat den Icon von meiner App gedrückt und dementsprechend soll dieser Befehl dann dazu führen, dass dieses Teil gestartet wird. Das wird dann hier entsprechend auch angezeigt. Weitere wichtige Geschichte sind die IDs. Ich habe das vorhin ja schon mal gesagt bei den Layouts, dass ich für jedes Element eine ID vorsehen möchte. Und ich kann mit Hilfe von diesen IDs auch meine Layout-Informationen und meine Views wiederfinden, und zwar auch im Java-Code. Das heißt, ich kann sagen, ich habe eine Text-View, das ist das, was mein Hello World anzeigt. Das ist vom Datentyp Text-View, dem verpasse ich jetzt irgendeinen Namen. Und dann gehe ich mit der Methode findViewById. Und diese ID, wir erinnern uns, haben wir genannt textViewMyMainText. Das heißt, die Ressource mit der ID textViewMyMainText soll jetzt gefunden werden. Nachdem das, was diese findViewById-Methode zurückgibt, eine allgemeine View ist, brauche ich hier noch den Typecast auf textView. Das heißt, mit dieser Zeile habe ich in der Variable myText eine Referenz auf das View-Element, das ich ganz am Anfang über mein Layout-File in meine App, in meine Activity eingebaut habe. Und damit könnte ich dann theoretisch auch die Struktur, das Verhalten, den Inhalt etc. verändern. Ich kann innerhalb meiner Layout-Files, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so mit diesem Add Plus eine ID erzeugen und hier packe ich dann den Namen rein. Eine ID ist nichts anderes wie ein Integer-Wert. Wichtig bei der ganzen Geschichte, innerhalb der App ist es eindeutig. Also nicht auf die Idee kommen, dass man eigene IDs irgendwie baut, sondern das überlässt man schön Android selbst. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber dynamisch irgendwelche Elemente erzeugen und ich will aber trotzdem eine ID haben, dann kann ich auch mir ein neues File erzeugen. Das ist nichts anderes wie ein Android XML-File und das nenne ich IDs. Das kommt auch unter dem Ordner Values. Und hier kann ich jetzt auch meine Ressourcen entsprechend identifizieren. Wir erinnern uns, Ressourcen ist das, wie ich es auch wiederfinde. Resource ID.
Und diese ID bekommt dann lediglich einen Namen. Das ist dann mein Dynamic Element. Und das kann ich jetzt auch, wenn ich ein dynamisches Element erzeuge, an dieses Element ranhängen, diese ID. Ja, das heißt, diese ID, myDynElement, ist dann für ein nicht im Layout vorgesehen, dynamisch erzeugtes Element, die relevante ID, wenn ich sie denn programmatisch zuordne. Aber das werden wir uns auch später nochmal etwas genauer anschauen. Wichtig für uns zu merken ist, wenn wir IDs für Elemente brauchen, die wir nicht in unseren Layout-Files haben, dann können wir uns mit dieser Methode, mit dieser IDs.xml, unsere IDs selber bauen. So, jetzt kommen wir mal zu einem etwas heikleren Thema, da werden wir jetzt auch ein bisschen umrechnen, zu dem Thema Grafikdateien, Layoutgrößen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, hat das Android-System die Problematik, dass es mit sehr viel verschiedenen Auflösungen, verschiedenen Bildschirmen etc. umgehen können muss. Und da haben die Android-Macher vier verschiedene Density-Klassen, also Auflösungsklassen, Punktdichteklassen, wie auch immer man das nennt, definiert. Und zwar einmal die sogenannte LDPI-Klasse, also die Low DPI, Low Dots per Inch, also Punkte pro Zoll-Klasse. Die hat im Prinzip die geringste Auflösung, somit die geringste Qualität und liegt bei ca. 120 Dots per Inch. Dann gibt es die Medium DPI Klasse, mittlere Qualität, 160 dpi, und diese Medium dpi ist auch automatisch die Referenzgröße. Das heißt, wenn Android irgendwelche Referenzinformationen, was Layout-Angaben macht, dann bezieht sich das immer auf MDPI. HDPI, High Dots per Inch, also 240 dpi, und die XH, also die Extra High Quality Dots per Inch, da sind wir dann bei 320 dpi. So, was heißt es jetzt? Wenn ich eine Größenangabe im Layout mache, dann möchte ich ja damit einen Button beispielsweise bauen. Und dieser Button muss gewisse Abmessungen haben. Und je nachdem, wie viel Dots per Inch ich habe, wird der Button kleiner oder größer sein. Und das kann sein, dass ich das eben nicht möchte. Ich möchte, dass mein Button auf meinem Bildschirm ungefähr so groß ist wie ein Finger. Egal, ob ich jetzt L, M, H oder XH dpi habe. Und deswegen gebe ich meine Layout-Größenangaben in sogenannten DP, Density Independent Pixel, manchmal auch DIP genutzt, wobei beides geht. Wir verwenden in diesem Kurs DP, weil das in der Literatur am häufigsten vorkommt. Und dann kann ich im Prinzip sagen, unabhängig wie die Punktdichte meines Displays ist, die Größe, die Abmessung wird ungefähr identisch sein, egal ob LDPI oder XHDPI. Und wenn ich wissen möchte, wie viele Pixel jetzt beispielsweise verwendet werden für meine Angabe, dann gilt diese Formel hier. Ja? Also die Pixel, die verwendet werden für meinen Button etc., errechne ich so, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Button mit 48 dp, also die Density Independent Pixel, dann muss ich sagen, wie hoch ist von meinem Device sind die Dots per Inch, teilt es durch 160 und dann kommt entsprechend meine Anzahl der Pixel raus. Und ein dp entspricht dann somit ca. 0,16 mm. Wenn man sich das mal anschaut, dann kann man jetzt hier mal als Beispiel diese 20 dp Breite mal nehmen für, keine Ahnung, irgendein kleines Bildchen. Und wenn ich jetzt ein XHDPI-Display habe mit 300 dpi, dann muss ich rechnen 20 dp an der Stelle, 20 Device Independent Pixel mal 300 durch 160 ergibt 37 Pixel. Das heißt, ein Element, das ich mit 20 dp Breite angegeben habe, kommt dann mit 37 Pixel am Bildschirm an. Und da sehen wir jetzt auch, wenn ich jetzt ein MDPI mit 160 dpi hätte, also im Prinzip
dieses Gerät, dann würde ich hier nicht 300 stehen haben, sondern 160. Und 160 durch 160 gibt nun mal 1. Das heißt, für MDPE gilt ein DP, ein Density Independent Pixel, ist exakt ein Pixel. Und deswegen ist MDPE auch sozusagen die Basiseinheit. Das kann man sich in Ruhe in dem Begleitdokument nochmal anschauen, vielleicht ein bisschen rumrechnen, dann wird es relativ schnell klarer. Wichtig für uns ist jetzt auf jeden Fall mal zu sehen, wir haben vier verschiedene Density-Klassen und das erklärt auch, warum ich entsprechend verschiedene Icon-Größen auch habe. Das gilt alles für die Density-Klassen, damit die Icons dann auf dem realen Bildschirm ungefähr gleich groß sind. Und alles andere wird sich dann auch im Laufe der Programmierübungen dann zeigen. So, jetzt schauen wir uns nochmal diese Grafikdateien an. Ich habe eingangs schon mal gesagt, wir haben vier verschiedene Drawable-Folder, auch mit diesen vier Density-Klassen. Und die sind hauptsächlich dafür da, um sogenannte Artefakte, also Verzerrungen, Verfälschungen beim Skalieren zu vermeiden. Das heißt, wenn ich in Android vier verschiedene Bildschirmklassen habe, dann stelle ich auch meine Drawable-Objekte, jetzt in dem Beispiel mein Launcher-Icon, also mein Start-Icon, in diesen vier verschiedenen Klassen da. Also ich lege sie in den entsprechenden Ordner rein und dann kann Android entsprechend der genutzten oder der Bildschirmklasse, auf dem dann diese App läuft, den richtigen Icon verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild habe, das auf einem XHDPI eine Auflösung von 96 Pixel aufweist und entsprechend auch in der Größe dargestellt wird, dann muss ich es für meine HDPI-Screens mit 72 Pixeln vorsehen, damit es nicht skaliert werden muss, sondern eins zu eins angezeigt werden kann. Bei MDPI 48 Pixel. Und bei LDPI entsprechend 36 Pixel. Und dann habe ich so, ich glaube, das sind um die 9 mm, die ich dann habe, was für einen Button so die minimalste Größe ist, dass ich mit den, ja, ich sag mal, gröbsten Wurstfingern, die da draußen unterwegs sind, immer noch einigermaßen Sicherheit habe, dass die Jungs und Mädels dann die Buttons richtig dann auch treffen. So, ja, da habe ich das nochmal dargestellt. Also 48 dp, das ist so die Größenordnung für interaktive Elemente, wo ich irgendwas drücke, berühren oder treffen muss. Kleiner sollte es nicht sein. Das so als, gilt als Faustregel. Unter development.android.com finde ich noch einiges an Layout-Regeln. Da kann man gerne nochmal reinschauen, um sich dem noch ein bisschen mehr Infos zukommen zu lassen. Lohnt sich, wenn einmal langweilig ist, da mal ein bisschen reinzulesen. Das sind ein paar ganz nette Ideen dahinter. So, das war es auch schon. Hier noch ein paar Lizenzinfos, die ich aus rechtlichen Gründen grundsätzlich hier reinpacken muss. Vor allem eben, weil ich eben auf freie Produkte zurückgreife, wie Android, wie Eclipse, wie Oracle. Kann man sich noch mal in Ruhe anschauen. Wichtig wäre mir jetzt noch, dass wenn man dieses Video jetzt gesehen hat, dass man sich unter www.codeconcert dann nochmal das entsprechende Dokument dann runterzieht, also das PDF-Arbeitsdokument, sich das nochmal in Ruhe anschaut, die einzelnen Übungen dann nochmal durchmacht, sprich sich die Entwicklungsumgebung aufsetzt, mal einen Emulator startet, dies Programm, also die App mal startet und sich auch mal die Strukturen anguckt, damit man mal so ein bisschen in dieser Umgebung laufen lernt. So, das war's dazu. Eine Stunde hat das Ganze jetzt gedauert. Ich hoffe, es sind noch alle wach. Wenn nicht, einfach nochmal neu anschauen und dann wird das schon.